So, herzlich willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Wie ihr seht, habe ich hier wieder P1-Böller, ganz besondere P1-Böller. Einmal Vespa, Colpo, Piccolo Pirata und Pirata. Arbeiten wir uns mal durch, von klein zu groß, Piccolo Pirata, dann Vespa, Colpo und Pirata sind gleich. So, jetzt einmal Piccolo Pirata. Also für die Größe sind die echt nicht schlecht. Echt Wahnsinn, die Dinger. Heftig. So, jetzt mal die Vespa. Ja, das war schon ein Stück druckvoller. Extrem hart, die Teile. So, machen wir weiter. Colpo. Sehr druckvoll. Wirklich sehr druckvoll. Also die haben 1 Gramm. Und jetzt als letztes mein Lieblingsböller, die Pirata, obwohl die mit dem Colpo eigentlich gleich sind. Nur der Colpo hat eine Zündschnur und Pirata hat einen Reibkopf, auch 1 Gramm. Und der letzte. Sehr, sehr heftig. Unfassbare, schöne Böller. Eigentlich im italienischen Design. Ihr seht ja, grün, weiß, rot, wenn mich nicht alles täuscht. Fazit. Piccolo Pirata, dann Vespa, dann Colpo und Pirata auf dem ersten Platz.